Das hier ist ein NC10 von Samsung und das hat an der rechten Seite eine USB-2-Buchse. Ist ja auch nur ein Netbook von 2009 mit einem ziemlich langsamen Intel Atom da drin. Und ich habe davon mehrere. Das ist jetzt hier eins, wo ich Windows XP drauf habe. Aber ich benutze natürlich auf dem Gerät, was ich meistens benutze, Debian Linux. Das habe ich auch schon mehrmals gezeigt, das Gerät. Und was haben wir denn hier auf der rechten Seite? Also erstmal zu den Anschlüssen auf der anderen Seite. Wir haben hier Strom, Netzwerk, zwei USB-2-Buchsen und auf der rechten Seite eine USB-2-Buchse. Nee, eben nicht. Man kann es wahrscheinlich nicht erkennen. Ja, erkennt man sehr schwer. Doch, hier, da erkennt man es. Ich habe dieses Gerät nämlich modifiziert, dass wir eine USB-3-Buchse dran haben. Und jetzt mag man erstmal denken, ja, der hat nur die Buchse ausgetauscht, aber das Gerät kann ja gar kein USB-3 vom Chipset her. Aber was ist das? Was gibt uns USB, LS-USB in der ersten Zeile aus? Wir haben tatsächlich USB 3.0. Wie genau ich das gemacht habe, steht in einem Blogartikel drin. Aber dass es funktioniert, möchte ich jetzt mal demonstrieren. Nämlich habe ich hier ein, steht auch noch drauf, ein USB 3-Hub. Kann ich ganz einfach reinstecken. Und jetzt taucht das hier auf unter den Geräten. Ich finde diese Baumansicht übrigens sehr praktisch. Dann sieht man halt direkt, wo was drin steckt. Und wir sehen auch, dass jetzt auch in den Abschnitt darunter das aufgetaucht ist. Das liegt daran, dass USB 3 ja abwärtskompatibel ist. Das heißt, auch USB 2-Geräte kann man dran anschließen. Wird halt beides parallel mitgeführt. Deswegen sind das streng genommen zwei Hubs, nämlich einer für USB 3 und einer für USB 2 in einem Gehäuse. Und die Ports werden auch mal so weitergeleitet. Stromversorgung funktioniert ganz normal wie vorher. Ich habe jetzt hier so ein USB-Licht, was man da reinstecken kann. Und das leuchtet auch schön. Dann habe ich hier zum Beispiel ein Kartenlesegerät, wo eine SD-Karte drin ist. Auch das kann ich hier mal reinstecken. Der Kopf jetzt gar nicht so einfach. So. Und das ist dann auch aufgetaucht. Wir haben jetzt hier in dem USB-3-Hub ein USB-3-Gerät, nämlich ein Speichergerät. Und das können wir auch weiterführen. Das ist jetzt hier eine SSD mit einem USB-3 zu SATA-Adapter. Und auch das können wir reinstecken, oder kann ich reinstecken zum Glück, weil hier kein anderer ist. Und steckt das da auch mal rein. Und jetzt müsste das gleich hier auch auftauchen. Da ist es schon UAS. Wir haben jetzt also die SSD und diesen Speicherkartenleser, beides über USB 3 angeschlossen. Und jetzt ist ja diese CPU von diesem Gerät ziemlich langsam, also könnte man ja behaupten, das bringt doch überhaupt gar nichts auf diesem Gerät, das hier reinzubauen und zu verwenden. Und ich möchte das einfach mal ausprobieren. Schließlich sind Datenmessungen ein besserer Ratgeber als Meinung. Wir sehen hier, dass die 32 GB MicroSD-Karte und die 256 GB SSD. Ich möchte jetzt einmal die SSD ausprobieren, Leistungstest für Partitionen, und der zeigt uns schon an, dass es vom letzten Mal eine Messung, habe ich auch mit USB 3 zum Testen gemacht, machen wir das aber einfach nochmal für die Skeptiker. Anzahl der Messwerte, 10, Messwertgröße 100 MB, also 100 MB für einen Laien in etwa. Starten wir das mal. Ach ja, genau, mein Passwort muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen, wie ich das eintippe. Das sinnvollerweise filme ich das mal nicht mit. Und mal gucken, was wir da jetzt für Ergebnisse haben. Ja, eine Lesegeschwindigkeit von so etwa 82 Megabytes oder Mibibytes, ich weiß nicht genau, was das jetzt hier ist, pro Sekunde. Eine Schreibgeschwindigkeit von etwa 150 Megabyte, Mibibytes pro Sekunde. Und wenn wir das jetzt mal kurz ausrechnen auf die USB-2-Geschwindigkeit, dafür öffne ich mal den Rechner, jetzt zeige ich mal ein bisschen leichte Mathematik, also es wird nicht kompliziert, keine Sorge. Da können auch Leute, die nicht bei Mathe im Advent mitgemacht haben, das verstehen wahrscheinlich. Nehmen wir mal 150 gerundet für die Schreibgeschwindigkeit und nehmen das Ganze mal 8.
weil ja ein Byte immer 8 Bits sind, also um auf die Megabit-Zahl zu kommen. Und das sind 1200 Megabit, grob gerundet, geschätzt jetzt, überschlagen. Und USB 2.0 hat 480 und wir haben hier 1200. Also haben wir schon mal, und da fällt mir gerade ein, das können wir mal einfach machen. Gucken, wie oft die 480 hier, na, ein bisschen Overhead. Das nehme ich ja hier in eine gemessene Zahl, nehmen wir mal 450. 2,6, also wir können sagen, 2,5 mal schneller ist das jetzt mit dieser SSD, als wenn wir USB 2 benutzt hätten. Also ja, 2,5 mal so schnell, das finde ich, ist schon ein praktischer Unterschied. Dann gucken wir uns nochmal an, was diese SD-Karte hier kann, nur einfach mal so aus Witz. Bringt ja irgendwie eh nichts, aber mal gucken, Leistungstest. Die SD-Karte ist wahrscheinlich viel langsamer, ich will das jetzt mal nur aus Prinzip machen. Ich nehme mal 20 nur zum Testen. Das ist auch nicht schlecht. Hier haben wir immerhin so 75 Megabyte pro Sekunde. Und da möchte ich jetzt auch nochmal, dumm, dass ich das geschlossen habe, nochmal gucken. Also die gleiche Milchmädchenrechnung nochmal damit machen. Oder die gleiche Sojamilchmädchenrechnung. 75 mal 8 sind 600. Ja, das heißt, selbst bei dieser SD-Karte hier sind wir schon von 450 etwa auf 600. Also selbst für den SD-Kartenleser hat sich das schon gelohnt. Ja, das ist jetzt nicht so riesig der Unterschied, aber schneller, messbar schneller und erst recht bei der SSD halt viel schneller. Das heißt, wenn ich jetzt eine Aufgabe habe, wie zum Beispiel, dass ich von einer SSD auf die andere Daten kopieren möchte, oder ein, das habe ich nämlich auch noch, mal gucken, ob ich das auf die Schnelle finde. Ach nee, ich weiß auch, warum ich es nicht finde, weil ich es woanders habe. Wenn ich jetzt ein USB 3 zu Gigabit Adapter anschließen möchte, habe ich auch schnelleres Netzwerk, denn das Gerät hat eingebaut nur 100 Mbit und ja, Gigabit könnte ich dann theoretisch haben über diesen Weg. Ja, das Ganze biete ich natürlich theoretisch zum Kauf an. Alles lässt sich ab einem gewissen Preis kaufen. Aber wer will für so ein NC10 schon diese ganze Arbeit finanzieren? Ich habe da ziemlich lange dran gearbeitet und habe jetzt nicht vor, das kommerziell zu machen. Aus Gründen.